stelle sich mal vor, ja, es würde ein Mitglied der in Deutschland dämonisierten AfD-Partei, da käme heraus, dass der Mentor irgendein Obernazi ist. Mhm. Was dann los ja, wäre? Dann ist was los. Aber wenn ein Mentor von einem Mann, der die Realität hier geprägt hat, mhm, was die Sexualerziehung unserer Kinder betrifft, mhm, als Mentor einen kriminellen Kindsmissbraucher hat, einen perversen, dann kümmert sich niemand drum. Ja. Dann dürfen diese Bücher veröffentlicht werden in angesehenen, Lisa und Jan ist zum Beispiel so eines in angesehenen pädagogischen Verlagen, mhm, wo ich illustriert sehe, wie das die Mutter lächelnd zuschaut, wie das Kind unaniert, wie ein Junge dem anderen und so weiter und das alles im Bild dargestellt. Ich habe. Warum gibt es keinen Aufschrei? Warum ja, nicht? Das kann nur daran liegen, na, dass, sagen Sie, ja, dass da einfach zu viele mit drinnen stecken in diesem Sumpf. Das geht Menschen, in alle Kreise. Ja, das ist wieder ein eigenes Thema. Ja. Ist aber bis heute äußerst schwer, die Eltern zu mobilisieren. Ja, sie ist, der Widerstand ist immer noch sehr, sehr gering. Da ich habe geredet auf Demo für alle. Ja. Und bei anderen Gelegenheiten. Und Sie haben die Leni Kesselstadt ja interviewt, ja, die das fantastische Arbeit ja, da in Österreich macht. Ja. Und wirklich sich da mit Haut und Haaren rein ja, engagiert ja, und zu erreichen ist über eine Hotline und so ganz weiter. Toll, dass ganz sie tolle macht. Arbeit macht, mhm, ja. Mhm. Ja, also das, aber sie sagt auch, es ist ganz schwer, die Eltern überhaupt bewusst zu machen, was mit ihren Kindern läuft. Wir sind